Und hiermit herzlich willkommen zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Namen des Geistes, der unser Körper und Namen gestohlen hat. Und ich würde mal sagen, mit Vivian an unserer Seite, unsere neue Partnerin, sind wir an noch nie dagewesenen Orten. Und ich bin gespannt, wo wir mit ihrer Fähigkeit noch so hingelangen werden. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Noch ein Sternsplitter. Ich bin doch jetzt schon mehrmals lang gelaufen. Ich fühle mich verarscht. Okay, hier ist ein Block zum Zerbrechen. Komm schon, Mario, mach dich wieder klein. Ein Schlafikator. Mach Gegner schlaf und senkt ihre Abwehrkraft. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Kraft plus erhalten. Öffnet die Tür eines Zimmers. Ein P erhalten, Buchstabe, der hilft, Marios Namen und Körper zu retten. Ein P, okay. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Tag, guten Tag. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Tag, guten Tag. Okay. Dann. Hä? War hier nicht gerade jemand? Naja, egal. Lange geht das eh nicht mehr gut. Sobald jemand seinen wirklichen Namen errät, ist es vorbei mit der Zauberei. Und mich, der ich seinen Namen weiß, schließt er in diesen finsteren Zimmer ein. Außerdem soll ich auch noch den Buchstaben bewachen. Was für eine Tierquälerei. Trotzdem könnte dieser Rumpel mal zurückkommen. Ich habe ziemlich Hunger. Rumpel. Ey. Hau ab, hau ab. Rumpelstilzchen. Oh, hast du das gehört, was dieser Papa gesagt hat? Rumpel, so heißt der Kerl. Jetzt können wir uns deinen Namen und Körper zurückholen. Komm schon, den machen wir fertig. Eine Röhre. Und der führt mich hier hin. Wo ist das, die Röhre mit der Abkürzung? In die Stadt. Yes. Ich frage mich, ob okay. Hätte ja sein können. Ob ich vielleicht vorher nochmal speichern sollte? Hey, hey, ich habe dich erwartet. Hey, hey, dieses Mal werde ich dich auslöschen. Aber da ich es versprochen habe, bekommst du auch dieses Mal eine Chance. Wenn du errätst, wie ich heiße, bekommst du Namen und Körper zurück. Also wie heiße ich wohl? Du heißt Rumpel.
Nein. Wie konntest du meinen Namen erraten? Das ist, warum? Wie, mir dreht sich alles. Hinterher, wir müssen deinen Körper und den Namen zurückholen. Ich an seiner Stelle wüsste, wohin ich fliehen würde. In sein Schloss, ne? Dann nehmen wir wieder die Abkürzung. Wenn wir schon die Abkürzung haben, warum nicht verwenden? Muss ich wieder gegen den kämpfen? Oh, Belasto. Ich denke mal, dass es sicher sein wird, weil sonst macht die Röhre ja an sich keinen Sinn. Bumm. Gott. Kann ich mich eigentlich so verstecken? Weil die wissen ja nicht, wo ich bin. Euch mache ich noch fertig. Zumindest der Flap-Flap. Okay, dann machen wir schon mal den Schatten hier. Das zu blocken wird echt schwierig werden. Dum-dum-dum. Na, komm her. Aber mit einem Angriff bist du ewig. Was hat der denn für ein Item? Eben, wenn ich wieder gegen den kämpfen muss, dann finde ich das ein bisschen lame. Wobei, jetzt hat er auch meine ganzen Partner, ne? Das könnte dann doch schwieriger werden als gedacht. Wir reden nicht darüber. Zumindest respawnen die Gegner nicht. Diese Buhus gehen auch so langsam auf die Nerven, ne? Und hoch mit dir.
Hey, hey, ganz schön aufdringlich, mir bis hierher nachzulaufen. Hab schon verstanden, wir sollten endlich klare Fronten schaffen. Seid ihr bereit? Klar, Mario. Keine Frage. Er hat sich mit diesen Hexen verbündet, weil er alleine keine Chance hat. Ich werde niemals zulassen, dass dir jemand wehtut, Mario. Zeig denen, was du kannst, Bomber. Alles klar, geben wir es diesem gesichtslosen Typen. Die haben ihn Mario genannt. Wenn der, der deinen Namen und Körper gestohlen hat, jetzt Mario heißt. Bist du Mario? Oh nein. Dann habe ich also diesem Mario geholfen. Oh, wie konnte ich nur? Nanu, ein Streit unter Freunden? Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Hätte ich mal besser nein gesagt. Na, ich habe gespeichert, von daher. Nicht jeder hat so viel Talent, Freude zu finden. Manche laufen sie davon. Ja, manchmal laufen die wirklich davon. Ich benutze extra den Sprung. Was soll das? Ich nehme Schaden? Oh, verflixt. Komm, hast du meinen Namen erraten? Muss ich leiden. Na gut, zwei Schaden. Der macht Damage. Geblockt. Verzeih mir, Brunhilde, aber ich lebe für meine Liebe zu Mario. Mario, in guten wie in schlechten Zeiten werde ich dir beistehen. Ich habe mich entschieden und es gibt wohl sowieso kein Zurück mehr. So, dann würde ich mal sagen, mach mal doch einmal die Paralyse. Okay. Cool. Mario, du musst aufpassen. Oh, 4 Schaden. Er hat gekontert. Ich setze mal kurz Sternfit ein. Sicher, sicher. Ja, das geht voll klar. So, und jetzt wieder. Schön. Ja, wenn man kontert, funktioniert alles einwandfrei. Ich glaube, ich lasse extra Bumprina draußen. Die macht am wenigsten Damage. Der bildet sich wirklich an. Er könnte Mario schlagen. Na gut. Mist.
glaube, einmal kann ich es mir noch leisten. Der ist besiegt. Den nehme ich noch mit. Das ist... Warum? Wie konntest du? Aber Mario... ja, mehr Erfahrungspunkte. Kurz vom Level up. Was ist das denn? Verdammt. Das zeige ich dir heim. Was? Mario ist geflohen? Nein. Das ist doch der echte Mario? Oh, wir sind hereingelegt worden. Oh, wir hätten es wissen müssen. Wir konnten ja nur auf diesen Betrüger hereinfallen. Oh, es tut uns leid. Wer ist sie da eigentlich? Gehört die nicht zu diesem Schattentrio? Wieso steht die plötzlich auf deiner Seite, Bomber? Also... Mario. Na gut, schließlich hat sie uns ja auch geholfen. Sei mir also nicht kleinlich. Mario, auch wenn ich jetzt weiß, wer du bist, ich würde sehr gerne bei dir bleiben. Geh klar. Gehört jetzt wirklich zum Team. Willkommen im Team. Hier bitte. Und diesmal wirklich. Deine Stellenenergie beträgt jetzt 5. Mario lernt die Stellenattacke Powering. Geschafft. Da musst du jetzt wirklich stehen, so wirklich diesmal. Mario konnte den Geist Rumpel verjagen und bekam Namen und Körper zurück. Er hat jetzt 4 Sternjuwelen, bleiben noch 3, die er finden muss. Mehr als die Hälfte dieses Abenteuers ist damit bereits überstanden. Mit seinem neuen Teammitglied Barbara setzt Mario die Suche nach den Sternjuwelen fort. Aber was ist wohl aus Brunhilde und Roberta geworden? Und aus Rumpel? Wo bleibt denn Barbara nur? Oh, wer weiß, wo sie überall nach der Bombe sucht. Da war Rumpel. Ist das wirklich wahr? Jawohl, Nachforschungen über das Äonentor. Bestätigen Brunhildas Behauptung, die Kraft des Siegels ließe nach. Endlich ist es soweit. Der Schatz und die uralten dunklen Mächte sind unser. Sehr gut, die Sternjuwelen haben weiterhin höchste Priorität. Natürlich heißt das auch, dass Mario besiegt werden muss. Zu Befehl. Sobald diese Macht mein ist, werde ich die Welt in einen Abgrund der Furcht stoßen. Niemand kann mich stoppen. Die Welt wird vor den Kruzionen erzittern. Und ich, Crucius, werde eine neue Welt aufbauen. Meine eigene, von mir für mich erschaffene, wundervolle, ideale, perfekte Welt. Tag, hast du mich gerufen? Was soll ich heute tun? Tanzen? Mich verkleiden oder ein Lied singen. Ich bin verzweifelt. Was? Was ist mit dir, Tech? Du bist ganz anders als sonst. Was ist wichtiger? Einen Befehl zu befolgen? Oder die Welt eines geliebten Menschen zu retten? Ich existiere für nur einen einzigen Menschen. Möchte für ihn da sein. Was soll ich tun? Was soll das heißen? Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht warum, aber es tut mir weh, dich zu beängstigen. Gut. Lass uns ein Quiz machen. Ein
Quiz? Korrekt. Antworte auf meine Fragen. Wähle die richtigen Antwort aus 3 Optionen. Wenn du 5 Fragen richtig beantwortest, kannst du eine Mail schicken. Was soll das denn jetzt? Frage 1. Was passiert, wenn man alle 7 Sternjuwelen hat? Das Äonentor öffnet sich. Korrekt. Frage 2. Was ist das Ziel des Kruzionenführers Crucius? Die Welt erobern. Korrekt. Frage 3. Was ist der legendäre Schatz hinter dem Äonentor? Tech, aber du... Antworte bitte. Was ist der legendäre Schatz hinter dem Äonentor? Die Seele eines Dämons. Korrekt. Frage 4. Was tut Crucius, wenn er die Seele des uralten Dämons hat? Sie ganz doll verhätscheln? Den Dämon wiederbeleben oder erste Hilfe leisten? Natürlich sie ganz doll verhätscheln. Ne, den Dämon wiederbeleben. Korrekt. Frage 5. Was braucht man, um den Dämon wieder zu versiegeln? Die Sternjuwelen. Ein Zauberspruch? Das legendäre Schwert. Falsch. Bitte noch einmal. Was braucht man, um den Dämon wieder zu versiegeln? Die Sternjuwelen. Korrekt. Damit sind 5 Fragen richtig beantwortet. Du kannst eine Mail schreiben. Tech, du... Durftest du mir das denn sagen? Bitte Nachricht eingeben. Gut. Kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Das war alles für heute. Du kannst nun zurück auf dein Zimmer. Danke. Du bist wirklich ein seltsamer Computer, Mr. Tech. Gute Nacht, Peach. Plot Twist. Tech ist in Peach verliebt. In dieser Stadt, in den Wolken Falkenhain, gibt es angeblich irgendein Geheimnis. Wir sollten das Luftschiff dorthin nehmen. Ey du, einmal Dämonenklasse und einmal junge Dame. Oha, König Bowser und eine alte Hexe auf einem fliegenden Staubwedel. So eine Frechheit, was für ein ungehobelter Kerl. Och, mich eine Hexe zu nennen, boah, ist das so was? Aber eure Abwesenheit, wo seid ihr? Hiermit bin ich schneller. Falkenhain, da war ich schon mal. Ich kenne den Weg. Du solltest dich lieber schon mal schonen. Komm ruhig mit meinem Luftschiff nach. Ja, das hat die Mauer. Mein Besen. Wartet doch, eure Flugtauglichkeit. Och. Dabei habe ich extra ein leckeres Lunchpaket für den Flug mitgebracht. Kami Cooper kann schon einen leid tun, ne? Aber nur so ein bisschen. Hä? Hey, ist das Ding etwa kaputt? Oh oh. Blub. Jetzt ist er ganz aufgeweicht. Auf geht's, Bett 2-1. Oh nö, bitte kein Unterwasserbett. Oh, nö. Fleisch.
mehr Fleisch. Was machst du denn unter Wasser? Ich hasse Unterwasserwelten. Hui. Und nochmal. Welt 2-2. Oh nee, nicht schon wieder. Ach, ganz Spaß von vorne. Mal wieder auf ein neues. Dum-dum. Ziel erreicht. Das war echt widerlich. Oh nein, Bowser. Der beißt, Hilfe. Eure Nasspelzigkeit. Hier seid ihr also. Ich habe euch gesucht. Wo wart ihr denn nur? Nun ja, jedenfalls, Falkenheim war absolut fantastisch. Die Arena, die Kämpfe, einfach atemberaubend. Ich habe sogar getanzt. Und das in meinem Alter. Oh, diese Hotdogs, die waren einfach köstlich. Habt ihr euch so viel Spaß gehabt, euer... Habt ihr auch so viel Spaß gehabt, euer Kurzatmigkeit? Heißatmigkeit. Ich musste um mein nacktes Überleben kämpfen. Und du wagst zu fragen? Du fragst, ob ich auch so viel Spaß hatte? Oh, taktloses Pack. Bin ich denn nur vom Versagern umgeben? Geh und besorg endlich genaue Informationen über Peach und die Sternjuwelen. Dass dieser Kerl der falsche Mario war, der hat uns alle reingelegt. Es tut mir so leid, Mario. Ich fürchte, du bist jetzt sehr ärgerlich auf uns. Tut schon etwas weh. Na, ist schon gut. So habe ich es von dir erwartet. Ein echter Abenteurer. Du hast einen Hoffnungsschimmer in unser düsteres Dorf gebracht. Also da, Mario, zurück nach Holingen. Gehen wir. Du bist in unserem Dorf immer willkommen. So, dann gehen wir doch mal. Das nächste Sternjuwel ab. Mario, du hast eine Mail. Mario, ich habe etwas über den legendären Schatz erfahren. Es ist die Seele eines Dämons. Die Gangster wollen mit seiner Kraft die Weltherrschaft erlangen. Sie brauchen die Sternjuwelen, um das Äonentor zu öffnen und die Seele des Dämons freizusetzen. Die Sternjuwelen braucht man auch, um seine Seele erneut zu versiegeln. Die Gangster dürfen die Sternjuwelen unter keinen Umständen bekommen.
Mario, bitte verhindere, dass die Pläne dieser Verbrecher gelingen. Peach. Die Seele eines Dämons. Komm, ich brauche ja eh. Würde sagen, ich brauche ja eh Erfahrungspunkte. So, einmal kontern. Meine, jeder Erfahrungspunkt ist ein Level Up, ne? Ich muss nur irgendwie zum Millionentor finden. Und 4 Gegner besiegen. Naja. Noch 3. Ob ich hier noch 3 Gegner finde? Das wage ich zu bezweifeln. Dass die auch immer einen Erstangriff haben. Und dafür muss ich eigentlich unendliche Erfahrungspunkte kriegen. Level Up kriegen wir in dieser Folge noch durch. Jetzt können wir auch zu der verschlossenen Tür, ne? Mit den Stacheln. Da geht's zum Ionentor und hier geht's zu den Stacheln, ne? Mist, soll man das schaffen? Mist. So, was haben wir denn hier? Ein Stachelschild. Das brauchen wir definitiv. Okay, beim nächsten Level ab. Wieder Ohrenpunkte. Die Arme. Ich würde mal sagen, dann suchen wir nochmal Gegner, ne? Andererseits. Bei eh näher am Ionentor. Ich glaube, ich muss sogar hier nach unten. Stimmt. Ich kann auch nicht mal blocken. Bitte sei hier noch ein Gegner. Bitte, dann lohnt sich die überlange Folge. Ja, komm her.
Bombenpunkte. So, dann einmal Stachelschild. Könnte auch nochmal Kraft Plus machen, ne? Das ist ja nicht. So, KP Plus und das dann weg. Ja, mach mal in den nächsten Level ab. Wir machen erstmal Orden auf Maximum. So, wo ist denn der nächste Stern? Oh, es geht zum Strand. Auf einer Insel, besser gesagt. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommen wird an Abenteuern. Lass uns schnell zum Professor Gumbat gehen. Wir müssen ihm von der Mail der Prinzessin berichten. Ich würde ja gerne sagen, woher kennt sie den Namen, aber Mario und sie waren ja gerade lange unterwegs, bestimmt irgendwann mal benutzt, als wir nicht aufgepasst haben. Was? Das hat Prinzessin Peach geschrieben? Der legendäre Schatz soll in Wahrheit die Seele eines Dämons sein? Und die Kerle wollen mit Hilfe der Sternjuwelen das Äonentor öffnen und den Dämon wiederbeleben? Das passt beängstigend gut mit dem zusammen, was ich herausgefunden habe. Und was ist es, was sie herausgefunden haben? Also, das ist eine lange Geschichte. Hört also gut zu. Ihr da vor dem Bildschirm, ihr solltet auch gut zuhören. Okay, okay, ich höre ja zu. Ist da jemand vor einem Bildschirm? Ach, schon gut, das erkläre ich euch ein andermal. Das schreckliche Desaster, das die Stadt zerstörte, war vermutlich tatsächlich das Werk eines Dämons. Der gleiche Dämon hat auch die 7 Sternjuwelen geschaffen. Und mit Hilfe der Sternjuwelen hat er dann wohl die ganze Welt regiert. Laut Legende wurde er schließlich von 4 wackernden Helden besiegt. Sein Körper wurde vernichtet, nicht aber seine Seele. Die Helden benutzten die Kraft der Sternjuwelen, die sie ihm genommen hatten. Und sie verschlossen seine Seele in den Tiefen des Palastes, hinter dem Äonentor. Die Sternjuwelen selbst sind weder gut noch böse. Alle zusammen können die Dämonenseele sowohl versiegeln als auch wiederbeleben. Wie die Kraft der Sternjuwelen wirkt, hängt von demjenigen ab, der sie benutzt. Es ist also gefährlich, die 7 Sternjuwelen zu vereinen? Sollte man sie dann nicht lieber einzeln irgendwo verstecken? Das dachte ich auch, aber ich habe da etwas entdeckt, das dagegen spricht. Die Kraft des Äonentors, hinter dem der Dämon verschlossen ist, wird schwächer. Die Sternjuwelen besitzen die Kraft, den Dämon für 1000 Jahre zu versiegeln. Anders gesagt, die Kraft versiegt nach 1000 Jahren. Und dieses Jahr ist möglicherweise das 1000. Eventuell würde der Dämon also auch dann auferstehen, wenn diese Kerle es nicht schaffen, die Sternjuwelen zu bekommen. Wir sollten uns also sofort wieder auf die Suche begeben, um die Seele des Dämons zu versiegeln. Wo befindet sich denn das nächste Sternjuwel? Im Lokate befindet es sich auf der Isla Corsaria. Isla Corsaria? Genauso. Genaues weiß ich auch nicht, aber es gibt allerlei üble Gerüchte über diese Insel. Ich habe von einem entzörnten Rachegeist gehört, der jeden verflucht. Ihr solltet die Leute am Hafen fragen. Die wissen sicher besser darüber Bescheid. Erstmal gehe ich mein Team aufwerten.
Gefunden, Kupio, du hast mich zwar gefunden, aber jetzt bin ich an einem Ort namens Kristallpalast. I remember. Es ist zwar etwas kalt, aber man kann sich hier wirklich gut verstecken. Gefunden werden will ich nicht, aber irgendwer muss doch sehen, wie gut ich mich verstecken kann. So stelle ich mir das vor. Also, wenn du kannst, dann finde den unsichtbaren Koopa in seinem Versteck. Teddybär, Papas Job. Stell dir vor, Papa hat einen neuen Job gefunden. Er kümmert sich jetzt in Tottern um Konsoliten. Hier Arbeit scheint ihm sehr viel Spaß zu machen. Und ich, nun, ich bin nicht so gut in der Schule, aber ich versuche viel zu lernen, um meinen Papa zu unterstützen. Im Moment weiß ich zwar noch nicht so richtig, wie ich das machen soll, aber dafür lerne ich ja auch. Teddybär. Ein Gruß von Totskova. Mario oder lieber doch Bomber Luigi, ich hatte dir noch gar nicht gedankt, dass du meinen Auftrag angenommen hast. Deshalb schreibe ich dir jetzt eine Mail. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass sich ein ehemaliger Champion einmal für mich um die Coach Catcher Shorts kümmern würde. Seit unserer letzten Begegnung redet mein Bruder ständig von Kämpfen und er hat auch wieder sein Training aufgenommen. Komm doch auch noch einmal in die Arena. Du bist immer noch ein Star, den die Leute sehen wollen. Bis dahin, Totskova. Und alles friedlich, Knospi. Ja, guten Tag erstmal. Ich bin's, Knospi. Seit neulich kann ich den Geschmack von Hotdogs einfach nicht vergessen und frage mich immer, wann du wohl das nächste Mal vorbeikommst. Wusstest du es eigentlich schon? Trockenblumen sind keine vertrockneten Blumen, sondern Blumen, die einfach nur langsamer altern. Ich hoffe, dir gefällt, was ich dir gegeben habe. Am liebsten wäre mir, wenn du bald wieder eins von diesen scharfen Dinger mitbringen würdest. In dem Sinne, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, Knospi. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mein Team heilen. Team aufwerten. Willkommen im Haus der großen Merlon. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? Dem von Barbara. Ja, bitte. Rangus Aufus. Der beste Zauber aller Zeiten. Aufus. Und dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge wieder ein paar Aufträge. Nein, aktuell nicht möglich. Ja, schau gerne mal wieder vorbei. Mit dieser Rollfähigkeit kann man bestimmt auch noch überall hin, ne? Ja, ist wahrscheinlich nicht. Ach, wir machen das eher als beim Erkunden, ne? Wir schauen jetzt erstmal, ob es neue Aufträge gibt. 2. Legendäres Buch und ein Orden. Okay, dann soll es ja nicht allzu lange dauern. Ich frage mich, ob man unter ein Bett kann. Da kann man nicht. Schade eigentlich. War hier vielleicht hinten noch was zum Rollen? Hier ist noch eine Maus, Häuser. Hier ist nichts zum Rollen. Schau ich nur kurz hier um. Nö. Okay, dann gehe ich speichern und den Rest schauen wir uns in der nächsten Folge an. Irgendwo muss ja auch wieder Luigi warten. Ich frage mich ja immer noch, wie ich zu diesem Schatz komme. Was hast du denn für Sachen im Angebot? Wutbeben, Kampfrausch, sinken Marios KP auf 1, erhöht sich seine Angriffskraft um 5. Nee. Autsch, ne? Mario bekommt dann auch für den Varios Farben, okay. Wie schnell wechselst du eigentlich, wenn ich was gekauft habe?
Nicht so sehr, okay. Den Ohren will ich mir jetzt mal ansehen. Aber warum nicht? Komm. Nehmen wir mal als Wario Mario. Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Eventuell mit nicht so einer überlangen Folge. Bis dahin, tüdelü.